Hallo ihr Lieben, ich bin Sandra, eure Ernährungstante aus Lüneburg. Ich stelle euch heute ein Rezept vor zum Thema gesunde Brotzeit. Ich werde ganz häufig gefragt, was wir Gesundes auf Brot verwenden können. Wie kann man das sozusagen gestalten? Also, ihr braucht sozusagen euer Lieblingsbrot, idealerweise natürlich Vollkorn-Mehrkornbrot, weil die Ballaststoffe so wichtig sind und gesund sind für einen Sättigungseffekt. Ihr braucht Streichfett, Butter oder Margarine, dann Gemüse wie Möhre, Gurke, Tomate, Paprika. Bei Paprika könnt ihr rote, gelbe, orange wählen, weil die einfach im Geschmack häufig besser sind als die grüne. Die grüne ist übrigens auch die unreife Paprika. Dann würdet ihr das, wer mag, natürlich noch Salat verwenden. Den hätte ich schon fast vergessen. Und als Belag könnt ihr gerne Käse oder Wurstaufschnitt nutzen. Im Video, für alle, die das Video sehen, es ist dargestellt mit Käse. Das heißt, ihr nehmt eine Scheibe Brot, die wird mit dem Streichfett dünn bestrichen. Dann kommt der Käse oder Wurstaufschnitt obendrauf, jeweils eine Scheibe. Dann könnt ihr mit Salat belegen. Wer Möhre der Länge nach schneidet, also mit einem Sparschäler kann man das wunderbar machen, kriegt man besonders lange, dünne Möhrenscheiben hin. Ich persönlich mag es super gerne. Das wird dann zusätzlich aufs Brot, also auf den Salat und auf den Käse obendrauf gelegt. Das gibt eine tolle Farbgestaltung. Wer will, kann natürlich auch gerne Gurke oder Tomaten verwenden. Da schaut einfach, was ihr am liebsten mögt. Dann wird die zweite Scheibe obendrauf gesetzt, die vorher auch mit ein bisschen Streichfett bestrichen wurde. Das Ganze in kleine Stücke schneiden, also kleine Häppchen. Ich habe es jetzt hier auf dem Brett liegen lassen, habe noch mit dem Restgemüse dekoriert, wie Gurke, Tomate und auch meine restliche Möhre. Ein bisschen Tomaten schneiden und schwupps ist die Brotzeit fertig. Ihr könnt die natürlich auch gerne in der Brotdose mitnehmen für unterwegs. Mit dem Gemüse ist es einfach super lecker, frisch und das sieht total bunt aus. Wer noch mehr zu den Portionsmengen wissen will, findet das im Ernährungsmaß. Schaut einfach mal in die anderen Videos rein, dann bekommt ihr das Ernährungsmaß erklärt oder hört euch den Podcast an. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Wenn ihr Wünsche habt, schreibt ihr in die Kommentare. Alles Gute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.